Steven Spielberg zeigt Zurück in die Zukunft. Ein Film von Robert Zemeckis. Marty führt ein ganz normales Leben. Kein McFly hat es bisher in der Geschichte von Hillbilly zu etwas gebracht. Ja, aber dann wird sich die Geschichte ändern. 1985 ist jedoch nicht sein bestes Jahr. Aber Doc Brown wird das alles ändern. Wollen Sie mir weismachen, Sie bauten eine Zeitmaschine aus einem DeLorean? Er schickt Marty zurück ins Jahr 1955. Funktioniert! Es ist eine fliegende Untertasse aus dem Weltall! Los, Kinder, rennt um euer Leben! Und von dort kommt er nicht mehr weg. Das muss ein Traum sein. Als erstes trifft er Schokolade, seinen zukünftigen Vater. Mein Alter ist ein Spanner. Und dann macht er auch noch einen starken Eindruck auf seine Mutter. Er ist der absolute Traum. Er könnte in meinem Zimmer schlafen. Was du tust, hat schwerwiegende Konsequenzen auf zukünftige Ereignisse. Nein! Und Marty will, dass sich die beiden ineinander verlieben. Herrgott nochmal, ich bin noch gar nicht auf der Welt. Nur Doc Brown kann ihm helfen, zurück in die Zukunft zu kommen. Wollen Sie mir sagen, diese Kiste fährt mit Atomenergie? Du sagst es. Michael J. Fox. Stark. Christopher Lloyd. Da ist schon wieder dieses Wort. Stark. Warum ist in der Zukunft alles stark? Hängt das irgendwie mit Veränderungen in der Erde zusammen? Zurück in die Zukunft.